Der Jahresbeginn ist ein guter Zeitpunkt, um nach vorne zu schauen. Und selbst bei einem etwas blassen Thema wie Wohn zur Miete stehen einige interessante Änderungen an. Nicht zuletzt auch wegen der noch relativ neuen Bundesregierung. Wie er aus Beschlüssen in einem Koalitionsvertrag dann auch Realität wird, bleibt dahingestellt. Beim Neubau gibt es ambitionierte Ziele. 400.000 neue Wohnungen sollen gebaut werden. Auch wenn das nicht denjenigen hilft, die gerade jetzt eine Wohnung suchen, ist es ein gutes Zeichen. Denn in stark nachgefragten Gegenden, allen voran in den Großstädten, ist es inzwischen sehr kompliziert, überhaupt noch an eine Wohnung zu kommen. Wie immer findest du den Inhalt des Videos auch noch einmal zum Nachlesen in der Videobeschreibung. Steuererleichterung fürs Homeoffice. Seit November gilt wegen der Corona-Pandemie wieder die Homeoffice-Pflicht. Die Ampelkoalition hat daher die Steuererleichterung für Arbeitnehmer im Homeoffice bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Für jeden Corona-bedingten Arbeitstag zu Hause kannst du dir 5 Euro von der Einkommensteuer absetzen, maximal 600 Euro, auch wenn du kein eigenes Arbeitszimmer hast. Seit Dezember 2021 gibt es eine neue Heizkostenverordnung. Aufgrund dieser hast du jetzt Anspruch auf eine monatliche Information zu deinem Verbrauch oder der Abrechnung. Das gilt aber nur, wenn bereits Fernablese-Messgeräte in einer Wohnung installiert sind. Wo die entsprechenden Geräte noch nicht vorhanden sind, haben Vermieterinnen noch bis 2026 Zeit zum Nachrüsten. In der Plus-Mitgliedschaft von ImmoScout24 hast du übrigens einen kostenlosen Nebenkostencheck. Im Schnitt sind nämlich über 80% der Nebenkostenabrechnung falsch und oft gibt es richtig viel Geld zurück. Entlastung bei Energiekosten. Öl- und Gaspreise sind auf einem Rekordhoch. Mit der Jahreswende erhöht sich auch noch die CO2-Abgabe auf 30 Euro pro Tonne CO2. Das wird sich in der Nebenkostenabrechnung niederschlagen. Und dazu haben wir bereits ein Video gemacht, das findest du auch hier auf unserem Kanal. Wer Wohngeld bezieht, soll deshalb in diesem Winter einen einmalig erhöhten Heizkostenzuschuss bekommen. Darüber hinaus strebt die Ampelregierung eine faire Teilung des CO2-Preises an. Zum 1. Juni soll dazu ein Stufenmodell nach Gebäudeenergieklassen eingeführt werden. Falls das zeitlich nicht gelingt, sollen die erhöhten CO2-Kosten ab diesem Datum jeweils zur Hälfte zwischen Mieterin und Vermieterin aufgeteilt werden. Mehr Mieterschutz. Im August 2021 wurde das Gesetz zur Reform des Mietspiegelrechts verabschiedet. Zum 1. Juli 2022 tritt es in Kraft. Alle Städte mit über 50.000 Einwohnern sind dann verpflichtet, einen Mietspiegel zu erstellen. Außerdem will die Regierung Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern zu einem qualifizierten, das heißt nach wissenschaftlichen Kriterien erstellten Mietspiegel verpflichten. Als weitere Maßnahme gegen hohe Mietbelastung hat die neue Bundesregierung eine Absenkung der Kappungsgrenze für Mietsteigerungen in Regionen mit angespannten Märkten beschlossen. Die Miete darf innerhalb von 3 Jahren nur noch um 11% steigen, nicht mehr um bis zu 15%. Und wann darf deine Vermieterin überhaupt die Miete erhöhen? Das erklären wir in einem anderen Video. Mietendeckel und Enteignung. Von einem bundesweiten Mietendeckel nach dem Vorbild Berlins, wie im vergangenen Jahr diskutiert wurde, ist im Koalitionsvertrag der neuen Regierung nichts zu finden. Doch in der Hauptstadt sorgte noch ein weiteres Mieterthema für Schlagzeilen. Der Volksentscheid für die Enteignung von Immobilienkonzernen wie Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. Dem stimmte eine Mehrheit der Berlinerinnen zu. Konsequenzen hat dieses Votum jedoch erstmal nicht. Die neue Berliner Regierung aus SPD, der Linken und den Grünen hat ihre Entscheidung zu dem umstrittenen Thema auf das Jahr 2023 vertagt. Mehr Wohnungen. Unter der von Bundeskanzler Olaf Scholz geführten Regierung gibt es zum ersten Mal seit 1998 wieder ein eigenständiges Bundesministerium für Bauen und Wohnen. Eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Ressorts ist eine Neubauoffensive. Pro Jahr sollen 400.000 neue Wohnungen entstehen, 100.000 davon als öffentlich geförderter Wohnraum. ImmoScout verschenkt übrigens für jede dieser 100.000 öffentlich geförderten Wohnungen ein Inserat. Das war es mit dem Ratgeber für Mieterinnen. Wenn du weiter auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonniere diesen Channel und klick die Glocke, dann verpasst du kein Video. Danke und bis zum nächsten Mal.